Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Let's Plays, der Aufstieg Dragon Stunts. Yay! Ja, in der vergangenen Folge haben wir genau hier aufgehört und genau hier machen wir weiter. Nein, natürlich nicht, weil wir hier gar nicht weitermachen können. Das Einzige, was wir vielleicht machen könnten, ist hier vielleicht nochmal eine Pflanze hinstellen, so ein bisschen, so einen kleinen Blumentopf. Also nicht lange reden, sondern einfach mal machen, würde ich mal behaupten. Einfach mal. Einfach mal zu hoch setzen, das Ding. Okay. Komm. So, also. Dahin das Ding und jetzt nochmal Blumus von Topf. Wo haben wir das Zeug? Da hinten drinne. Oh. 1, 2, 3. Mann, Mann, Mann. Gleich direkt auf Anhieb die richtige Kiste gefunden. Aber jetzt habe ich natürlich die Werkbank wieder weggetan. So, 1, 2. Ach. Darüber. Dankeschön. Halt. Und die Azaleen. Jetzt klingen auch nochmal. Zack. Und. Busch. Fertig ist der Busch. So, na. Nimm. Danke. Ja, sehr schön. Also in der vergangenen Folge haben wir hier mit dem Räumchen soweit aufgehört und fertig gemacht und so. Das heißt letztendlich, dass das Stockwerk hier jetzt abgeschlossen ist. Genau. Wunderbar. Ja, doch, der Schenken irgendwas Bereich, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ist jetzt soweit abgeschlossen. Gut, das heißt, uns fehlt letztendlich noch die Einrichtung hier oben, wo er nach wie vor noch offen steht, was wir hier genau hinsetzen wollen. Ich meine, hier haben wir die Möglichkeit raus, dann nochmal rauszugucken. Auf die Kühe. Moment, was auch denn schwierig jetzt gerade ist. Wunderbar. Nee, aber hier oben haben wir relativ wenig Fenster, ja. Nur das einzige hier. Das ist ja das einzige hier. Ich meine, klar, man hat einen richtig schönen Blick aufs Dorf, aber ansonsten ist hier oben nicht viel, was die natürliche Beleuchtung betrifft. Da müssen wir uns dann also überlegen, was wir hier hinsetzen können. Ich gehe jetzt mal ins Bett. Gute Nacht. Und natürlich trinken nicht vergessen. Man kennt's. Also, dass ich vergesse, genau. Ne, also da oben weiß ich leider noch nicht, was wir da hinsetzen könnten. Wenn ihr da noch irgendeine Ideen habt, immer gerne her damit. Rein in die Kommentare, ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten hatte ich ja schon angekündigt, dass ich hier unten ganz gerne so einen Lagerraum setzen würde. Also, dass wir dann hier noch so eine Wand reinziehen und dass dann wirklich dieser ganze Bereich dann eben Lager ist. Und hier machen wir die Wand einfach zu mit Fichtenfalltüren. Genau. Dann hätte man hier vorne noch so einen kleinen Bereich, wo man dann mal wegen noch einen Tisch oder sowas hinsetzen könnte. Das hatte ich aber, glaube ich, alle schon mal angesprochen. So. Wow. Genau. Genau, das wären jetzt die beiden Räume im Bergfried. Dann haben wir hier im Herrenhaus ja nach wie vor den. Sagen, ich habe doch was gehört. Da haben wir natürlich nach wie vor noch den Keller. Wo ich mich gerade frage, wo die Spinnen rumkriechen. Weil sie hier drin ja rein theoretisch nicht, weil es ja alles so weit ausgeleuchtet ist. Ha. Wo ist das Vieh? Ah, wahrscheinlich draußen, ne? Ja, das hört sich ganz nach draußen an. Ja, gehen wir mal kurz auf Spinnenjagd. Genau, also im Bergfried haben wir ja noch den Verhandlungsraum, der noch gestaltet werden muss. Oder möchte. Müssen nicht, aber ich glaube, der ist ganz dankbar darüber, wenn da was passiert. Hey. Ich höre das Ding doch. Ach, da bist du. Ja, moin. Aber darfst du trotzdem einmal weichen, Dankeschön. Geh mal weg. Gut. Ja, also hier in der Felswand fehlen natürlich nach wie vor noch die Knöpfe. Das habe ich jetzt irgendwie immer noch nicht gemacht. Ich habe darauf, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mehr dran gedacht. Also gut, ich habe auch noch genug Knöpfe da. Das ist ja kein Problem. Das mache ich dann
bei Zeiten, wenn ich mal dran denke. So, wir brauchen jetzt mal ein paar Schilder. Dann nehmen wir meinetwegen die beiden aus Fichte. Das ist gar nicht so schlimm. Gut, es gibt nämlich zwei neue Schätzungen. Yay! Also, was diesen wunderbaren Eisenturm betrifft. Das ist ein Stack. Für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben. Was sollen das hier ständig? Ja, das muss wirklich an dem Schnee hier liegen, ne? Mann. Ich will das nicht. Ja, hier geht das jetzt auf einmal oder was? Ach, das ist doch keine Ahnung, was hier los ist. So. Also. Hier schreiben wir einmal die Schaltung vom Simos darauf. Und er hat geschätzt 100, upsala, 170 bis 180. Gut, bis wäre eigentlich ein Minus, aber egal. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und die liebe, genau, Moni Moon hat auch eine Schätzung abgegeben. Und zwar liegt ihre bei 140 und 145. Also deutlich genauer auf jeden Fall. Gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da am Ende wirklich rauskommt. Und wer vor allem am dichtesten dran ist mit der Schätzung. Wie schon erwähnt, wir haben noch bis zum Wochenende Zeit, beziehungsweise bis Sonntag. Ich gucke nochmal ganz kurz, was das für ein Datum gewesen ist. Einen Moment, das wäre der 26.3. Genau. Also habt ihr noch ein bisschen Zeit, euch da mit anzuschließen, den Schätzungen. Sehr schön. Ja, womit machen wir denn heute weiter? Eigentlich hätte ich mal die Tasche leer räumen sollen. Mann, ich habe wieder über mein Zeug liegen. Ach, ich hätte mich wieder so gut vorbereiten können, aber nee, das wäre dann wieder zu viel des Guten. Und das wäre noch Vorbereitung. Ich und Vorbereiten? Nein, auf gar keinen Fall, das geht doch nicht. Es tut mir leid. Sprach er und machte genau den gleichen Fehler immer und immer und immer wieder, ja. Dann scheint es mir wohl doch nicht ganz so leid zu tun, wie ich mal vorgebe, was? Hä? Was habe ich denn jetzt gerade reingeschmissen? Hä? Ach so, die Werkbank. Hä? Nee. Ach, ich habe keine Ahnung. Ach ja, ich bin heute so ein kleines bisschen verpeilt, wie es scheint. So, die Steckers können damit rein. Eisen tun wir damit drin. Passt schon. Ich habe irgendwo noch eine Kiste mit Werkzeug gehabt, mal irgendwann. Das war, glaube ich, ursprünglich mal diese hier. Okay, Glück brauchen wir da jetzt nicht. Und das Zeug lassen wir erstmal auf Tasche, das kann auch weg. Ja. Womit machen wir heute weiter? Wir können mal ganz fix gucken, was wir an Blumen haben. Es wurde sich nämlich auch noch ein Blumenbeet gewünscht oder ein Blumenfeld. Beispielsweise mit Tulpen. Oder mit Pfingstrosen oder mit Margeriten. Einfach mal kurz unseren Blumenbestand abchecken. Damit wir gucken können, aus welchem Material oder welche Blumenart wir für ein potenzielles Blumenfeld verwenden könnten. Noch nicht jetzt, aber für den späteren Verlauf auf jeden Fall. Okay. So, was haben wir denn noch? Sehr unsortiert, ich weiß. Gut, Margeriten hätten wir ein paar, nicht viele, aber es ist letztendlich überall so. Ich habe von allen Pflanzen eigentlich nicht sonderlich viel. Also nichts, was jetzt wirklich ein großes Feld begünstigen würde oder supporten würde. Ja, das, wovon ich wirklich am meisten habe, ist von den Tulpen. Da haben wir zwei Stacks Weiße, beziehungsweise ein Stack und ein bisschen rosa.
Ein Stecker und ein bisschen Orange und keinen ganzen in Rot. Also das sind schon ein paar. Also hätten wir theoretisch die Möglichkeit, ein Tulpenfeld zu basteln. Gut, Pfingstrosen, Flieder und normale Rosen ist natürlich deutlich einfacher, weil ich die einfach mit Knochenmehl vermehren kann. Also sowas könnte man noch angehen. Das Sonnenblumenfeld, was wir da gebaut haben, ist echt ein bisschen blöd gelaufen und da habe ich ja jetzt von euch auch den Wunsch vernommen, dass das Sonnenblumenfeld vielleicht doch eher woanders seinen Platz finden könnte, da man ja hier einfach keinen sonderlich guten Blick auf die Köpfe hat, auf die Blütenköpfe. Also ich würde hier ein anderes Feld deutlich mehr Sinn machen. Beispiel, na ja, kleinere Pflanzen oder vielleicht schon doch eher Flieder oder Pfingstrosen oder Rosensträucher. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr eine Idee, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. So. Aber ansonsten würde ich sagen, wir machen heute vielleicht mit dem. Ach, das sieht so unwirklich aus, mit dem Ding da. Das passt da überhaupt nicht hin, aber es ist ja zum Glück nicht lange. So, ich würde sagen, dass wir heute. Mal gucken, was du für Bücher hast. Gib mal her. Achso, immer noch keine. Na, Enttäuschung. Dass wir mit dem Bergfried vielleicht weitermachen. Einfach damit das Ding endlich mal fertig wird. Ich meine, die anderen Gebäude, die zur Festung dann später auch noch dazugehören oder dazugehören wollen, wie jetzt die Waffenkammer zum Beispiel oder so. Ach, das will alles noch gemacht werden. Der Keller möchte auch noch eingerichtet werden. Also es gibt eigentlich so viel. Und ich bin ja jetzt, wie ihr schon festgestellt habt, keiner, der einfach nur große Sachen oder generell nur Sachen baut, ohne die einzurichten. Also das Interieur gehört schon dazu. Meines Erachtens nach. Das heißt, wir machen uns jetzt erstmal an den Lagerbereich hier unten und dann kann man sich dann irgendwann vielleicht auch den Farmen unten im Kellergewölbe widmen, vielleicht. Oder der Trading Hall, wobei ich für die Trading Hall ja noch ein bisschen was vorbereiten muss. Und jetzt habe ich aktuell immer ein bisschen weniger Zeit, um Sachen vorzubereiten. Also ich bin momentan etwas eingespannt. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Gut. Ja, das heißt, dass ich jetzt so ein bisschen Material brauche für die Wände. Also wir haben runter den Keller. Da müssten wir alles noch so weit liegen haben. Gut, das Ding brauche ich für die Tür. Wobei sich da jetzt natürlich die Frage stellt, brauche ich das Ding wirklich für die Tür? Oder hauen wir da einfach einen Bogen rein? Tatsächlich würde ich jetzt sogar wirklich zu einem Bogen tendieren. Also, 1, 2, 3, 4. Ach. 4 davon. 2 davon. Und ein davon. So, das sind die Mauern. Das sind die polierten. So, und fertig ist der Bogen. So, die Steinsäge brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir brauchen noch ein bisschen Wandmaterial. Also das Zeug. Und das hier. Und die hier. Und. Ne. Ein paar Bruchsteine. Nicht sonderlich viel, würde ich mal behaupten. Okay, davon abgesehen, wir brauchen jetzt auch nicht die Welt. Die Wand ist jetzt auch nicht so. So extremst lang, die wir da bestücken müssen. Gut, aber trotzdem ein bisschen mehr Kobbelstein wäre trotzdem nicht schlecht. So Kobbelstein, wisst ihr, sag ich nicht nein. Na? Ich dachte, ich habe wieder einen Creeper gesehen. So, Kobbelussteine. Dann vielleicht nochmal eine Schallplatte rein. Aber nicht unbedingt die hier. Da kann man auch gerne Blocks nehmen. Schankedön. Machen wir auf die Tür. Gut, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo wir die Wand reinziehen. Fangen wir hier schon direkt an, dann hätten wir da gesungen. Ja, gut. Wir fangen einfach da direkt an. So, Fackel dahin. Da ziehen wir jetzt die Wand dicht. Oh, da machen wir jetzt die Wand dicht.
und fangen an mit ein bisschen Kobbel und Stein. Ja, meinetwegen so. Das können wir dann hier auch wunderbar abschließen. Mit. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich hätte hier ganz gerne auch nochmal einen Kobbel drauf. Zack. Wunderbar. Und dann setzen wir mal so ein Ding drauf und dann können wir hier auch die Treppe rausnehmen. Und klatschen dahin. Vielleicht was Lustiges. So, passt schon. Ja, sehr schön. Das können wir dann erstmal so lassen. Wir müssen uns dann hier auf jeden Fall nochmal darum kümmern, dass wir hier irgendwie noch einen kleinen Abschluss oder sowas kriegen aus Holz vielleicht. Nur unten am Fuß von der Treppe. So. Jetzt setzen wir erstmal die Tür. Wo setzen wir die denn hin? Ich würde ganz gerne die Wand hier reinziehen. Das heißt, dass die Tür vielleicht da Sinn macht. Oder noch ein bisschen weiter am Rand. Ne, ich glaube, ich würde die sogar da hinsetzen. Mach das mal wieder weg. Und den auch. Dann kann man sich hier nämlich mal so eine, ein paar Kisten hinstellen. Ja, doch, doch, doch. Das ist gar keine so schlechte Idee. So, dann die ganzen Blöcke nochmal drauf. Man kennt den Bogen ja schon, habe ich ja hier letztendlich auch schon drin, nur von der anderen Seite. So. Da das ja so ein offizieller Bereich ist und das hier ja eigentlich gar nicht existiert, genau genommen, ne? So was gibt es ja in keinem Bergfried. So. Gut, das heißt aber natürlich auch, dass wir da oben den Boden nochmal anpassen müssen dann. Ja, ich glaube, das kriegen wir schon hin. So. Was haben wir da? Wunderbar. Gut. Na, brauchen wir jetzt eigentlich so eine kleine Grundlage. So. Das ist ganz cool, dass wir hier den Balken wirklich als Abschluss noch haben. Dann brauchen wir uns keine Gedanken um die Decke machen. Hier in diesem Bereich zumindest nicht. Da hinten wird es ja wieder ein bisschen was anderes. Okay, aber jetzt ein bisschen weniger sappeln bitte, mehr arbeiten. Ja, manchmal verliere ich mich so ein bisschen da drin, ihr merkt's. Ich, der eigentlich nicht sonderlich viel erzielt. Naja. Vielleicht ein bisschen Koppelstein. Ja, warum nicht? So, wie viele haben wir denn noch? Es sind nur noch zwei Blöcke, das ist ja perfekt. So, dann hätte ich da hinten ganz gerne so ein richtiges Gedöns und dann vielleicht auch davon ein paar. Den meinetwegen dann wieder ein bisschen rissig spazieren gehen. Und dann den da. Da kann man hier vielleicht noch ein paar Kobbelsteine hinlegen. Was rissiges? Ein so ein. Und den Rest würde ich glaube ich mit den normalen Ziegeln ausfüllen. Wunderbar, fertig ist die Wand. Perfekt. Ja, wunderbar. Huch, was habe ich da vergessen? So. Da war nie was. Nein. Okay. Da so Kisten. Ja, doch, 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 doch. Das passt schon. Gut, dann haben wir eine Wandtonne. Fertig ist der Bergfried. Wenn das mal alles so einfach wäre. So, wir brauchen jetzt ein bisschen Fichtenholz. Beziehungsweise nicht nur Fichtenholz, sondern Fichtenfalltüren. Und Fichtentreppen. Und noch mehr Fichte und noch mehr Fichte. Und wenn wir keine Fichte mehr haben. Ihr wisst, was wir dann brauchen. Genau, noch mehr Fichte. Machen wir die Tür zu. Es zieht. Ah! So, aber zu. Warum ist eigentlich wieder so super laut hier? Das ist ja. Ist wahrscheinlich gerade das eigene Empfinden. Dass ich einfach das Headset zu laut gestellt habe, ich habe keine Ahnung. So. Das Zeug nehmen wir erstmal mit. Muss das sowieso weg.
Das Zeug kann natürlich auch alles mitgenommen werden. Davon brauchen wir ja nichts mehr hier oben. Weiß natürlich auch, dass jetzt die Tasche wieder voll ist, aber... Tja. Da habe ich mir wohl gerade richtig die Taschen vollgehauen, ne? Oh Mann. Ach. Der Meister der schlechten Witze, ne? Genau. So. Das Zeug kann wieder hier rein. Ja, ich fange jetzt wieder an, alles Mögliche erstmal überall hinzuschmeißen, ohne Sinn und Verstand. Ich muss es echt ganz dringend mal ordentlich sortieren wieder. Ich war zwar mal vernünftig sortiert, aber das ist ja gerade sowieso alles bloß so ein temporäres Irgendwas-Lager. Ist ja nichts Offizielles. Dementsprechend ist es auch nicht so wild, wenn da irgendwas nicht ganz stimmt. Auch wenn es natürlich am Ende wieder Ewigkeiten dauert, bis ich das Material finde, das ich brauche. Aber das gehört ja bei mir irgendwie auch leider dazu. Oh, okay, da hätten wir die auch hinschmeißen können. Okay, vielleicht mal direkt rein da. So. Werkbank darf natürlich im Lager nicht fehlen. Die Tür auch nicht. Werkbank? Hallo, nimm bitte so lange. Wunderbar. Machen wir die Musik hier aus. Zack. Und schmeißen wir uns hier eine wunderbare Schallluft von Platte rein. Da unten. Gut, dann würde ich sagen, waiten wir mal eine Runde. So, perfekt. Dann wird aus dem Lager jetzt ein Lager. Na? Soll ich mal spoilern? Ach, verdammt. Ah, also jetzt geht's wieder rund mit mir. Zum Glück habe ich gerade keinen Kampf vor mir, also. Das würde auf jeden Fall sehr stark ins Auge gehen, so wie es aktuell läuft. So, erstmal wieder die wunderbaren Falltüren. Gut. Dann würde ich hier unten jetzt, ganz gerne dicht machen. Ja, das heißt, wir nehmen den auch mal weg. Genau, den hier. Zack. So. Ja, wunderbar dicht. Und da, na, ich weiß nicht, jetzt bin auch noch mal einen ganzen Block hin. Kann ja nicht schaden. So. Andererseits hätte man auch ein Fass hinlegen können. Ja, nee, wir stellen da einfach ein paar Kisten vor, dann passt das schon. Von hier aus fällt das sowieso kaum auf, bis auf diese kleine Stelle hier, aber wisst ihr was? Da das sowieso falsch ist, da muss nämlich rein theoretisch ein ganzer Block hin. An der Stelle. Und passt das jetzt auch. Okay. Wie müssen wir jetzt weitermachen? Deswegen brauchen wir hier eine Wand. Zack. Und genau so in der Art würde ich das ganz gerne handhaben. Natürlich fällt mir jetzt gerade auf, dass es nicht unbedingt so machbar ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir werden da also an ein paar Hürden stoßen, aber mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, vor allem, wenn ich auf diesen blöden Blöcken rumstehe, da kann man nicht arbeiten. So, da oben um den Abschluss, habe ich ja schon gesagt, kümmern wir uns danach. Dann werden wir unter Umständen zwar den einen oder anderen Teppich nochmal austauschen müssen, aber... Oder neu setzen müssen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. So, ein paar mehr... Falltüren, bitte. In der Hoffnung, dass es am Ende nicht so viel ist. An Falltüren. Kann einfach mal einen Schweif drüber blicken lassen. Ja, es ist schon dunkel, ne? Beziehungsweise sehr hölzern, das ist schon richtig. Aber ich hätte ja trotzdem ganz gerne einen Abschluss. Wir können natürlich auch ganz einfach aus Stein ziehen, aber das ist dann... Nee. Nee. Das würde die ganze Sache noch viel enger machen.
Ich meine, es ist bloß ein Lager, es kann ja ruhig eng sein, aber ich glaube, es gefällt mir schon ein bisschen besser, wenn da einfach die Fichten falsch und hängen. Genau. Einmal ins Bett. Wieder was trinken. Und weitermachen. Wenn ich irgendwie aus dem Bett rauskomme. Haha. So. Vielleicht sollten wir in der nächsten Nacht wieder ein bisschen kämpfen gehen, oder? Wir haben wieder ziemlich viele. Eigentlich ein bisschen zu viele Folgen wieder ohne Kämpfe verbracht. Der letzte Kampf war, glaube ich, sogar der gegen den Wither, oder? Was ja auch jetzt nicht unbedingt als Kampf durchgehen würde. Also, ich würde ihn jetzt jedenfalls nicht als Kampf durchgehen lassen. Das war einfach. Es war irgendwas, aber kein Wither-Kampf. Oder generell kein Kampf. Genau hier ist nämlich jetzt das Problem. Oder eins der Probleme, besser gesagt. Dass wir hier nämlich. Moment. Ja, genau. Diese Blöcke ist nämlich das Problem. Beziehungsweise da die Ecke wird das Problem. Der Rest hier oben ist ja gar kein. Da kriege ich das, denke ich mal, hin. Ha. Schavierig. Wie mache ich das da? Egal, ich ziehe erstmal die anderen Wände hoch. Und dann gucken wir mal, wie wir das nicht hinkriegen. Da nochmal ran. Wunderbar. Ach, da ich ja nicht gleich direkt temporäre Blöcke entsetzen kann, ich Trottel. Ach, ja. Später. Oh Mann. Was soll denn das ständig? Wenn ich hin und her geeire. Wir würden so viel mehr schaffen. Würde ich mal ein bisschen durchdachter durch die ganze Sache gehen. Tja. Ja, wisst ihr, wie es bei mir ist. Ich und denken, ne? Ich bin froh, dass ich meinen Namen nicht vergesse. Der kann weg. Gut, wunderbar. Dann setzen wir die beiden noch da dran. Da geht es natürlich wieder nicht, aber da können wir die Falte dann von innen setzen. Und genau das tun wir jetzt auch gleich. Einmal von innen, bitte. So. Wisst ihr was? Ziehen wir mal richtig hoch. Ja, wobei, nee. Das würde hier nicht, nicht so wirklich hinpassen. Aber diese Stelle, die macht mir jetzt wirklich Sorge. Hier können wir nämlich wieder die Falte im Luftfond da setzen. Und natürlich bin ich wieder runtergesprungen. Okay. Ruhig Blut, schmeiß eine Schallplatte rein, entspann dich und raste aus. Nein. So, schöne entspannte Musik. Immer ruhig. Mir hat niemand was getan. Also ich werde das Gefühl nicht los, dass ich die Falltür irgendwie. Also die Falltür irgendwie falsch rum rangesetzt habe. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Vielleicht habt ihr da irgendwie eine Idee. Nein. Och man, was mache ich hier nur? Okay, aber hier seht ihr es. Jetzt habe ich hier nämlich das Problem. Ich meine. Das ist ja jetzt gerade noch gar kein Problem. Aber das hier. Das soll ja nicht offen bleiben.
Das muss ich jetzt mal rausnehmen. Und hier die Falltür wieder. Aber das ist doch gar kein Problem. Was, ach, ich wieder Probleme da, wo gar keine sind. Hä? Ja, das ist jetzt aber auch ein Problem. Genau du hier. Komm mal weg. Bin ich jetzt irgendwie blöd oder was? Ist doch ein Problem. Hier, das Ding muss ja da unten dran, weil es sonst nicht passt. Das heißt, wir haben hier so eine offene Stelle, weil ich hier jetzt nicht dran bauen kann. Hä? Na ja, doch, kann ich ja schon wegen dem... Ah, Mann. Okay, einen freien Spalt werden wir auf jeden Fall haben. Gut, da könnte ich notfalls noch einfach eine geschälte Säule hinstellen. Vielleicht hier. So kann man das natürlich auch wunderbar umgehen, das ganze Problem. So, Schema den Spaß. Zack. Ja, wunderbar, schon haben wir es geschlossen. Schon ist eine geschlossene Gesellschaft. Hey. Nee, aber den Stamm kann man jetzt auch wunderbar für irgendein Regal oder sowas verwenden. Also passt das schon. Haben wir Besuch? Na, schade. Wie sieht das von hier aus? Der Stamm stört in keinster Weise, das ist gut. Jetzt brauchen wir hier oben natürlich noch den Abschluss, aber den kann man jetzt eigentlich wunderbar mit Treppen machen. Und genau das, ja, machen wir jetzt auch. Genau. Auch wenn ich mir gerade noch gar nicht so genau nicht so sicher bin, wie ich das jetzt am besten handhabe mit den Trappen. Mach den mal weg und den mal zur Treppe. Ja gut, und dann hier die beiden natürlich auch nochmal. Einmal dich hier und einmal dich da. Na komm, setz dich dran. Setz dich dran da. Danke. Ich habe keine Treppen mehr. Ich brauche Treppen, Treppen, Treppen. Noch mehr Treppen. Gut. Da einen ransetzen. Na komm, einen ransetzen habe ich gesagt. Dankeschön. Ja, überall, wo es nicht passt, würde ich sagen. Ne? Wobei wir da natürlich auch ganz einfach mit Stufen lang gehen könnten. Dann hätte ich noch weniger Probleme. Also, was mache ich mir hier wieder für eine Mühe mit den Treppen, wenn ich doch einfach Stufen nehmen könnte? Mann, 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 Mann. Also, da eine Stufe ran und da einfach welche. Passt doch. Was will ich mehr? Also. Da können wir die auch nochmal austauschen. Machen die nochmal zu ganzen Blöcken. Na komm. Hoch. Hoch. Danke. Ja. Warum denn nicht? Sprich doch überhaupt nichts dagegen. Heißt aber natürlich auch, dass ich die Blöcke einmal austauschen könnte. Na, ich habe gesagt austauschen, nicht wieder neu hinsetzen. So, da sollte mir ein ganzer Block hin. Dankeschön. Und da kann man nicht einmal wieder zwei davon hinsetzen. Passt. Mhm. Der vertrottelte Wikinger, genau, das bin ich. Ach. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass dieser Abschluss hier, aber da arbeiten wir noch dran. Da gibt es dann vielleicht eine kleine Schild-Knopf-Kombination oder sowas. Dass wir die ganze Geschichte so ein bisschen aufbrechen. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Hoffe ich. Und wenn doch, dann sagt, das ist eine schlechte Idee. Einfach raushauen. So, ein paar Stufen nochmal. Und zwar für da. Na gut, und da kann man eigentlich wunderbar so ein Ding draufsetzen, dann passt schon. Tja, einmal Loki-Loki machen nochmal von oben.
Das ist soweit in Ordnung. Und hier würde dann letztendlich die Zierleiste dann so ein bisschen rumlaufen. Was ist das bitte? Hast du so ein Blödchen ausgedacht? Also, der sollte auch einen Fall zwischen die Augen kriegen. War wahrscheinlich ich. Ah. Es tut mir leid. Ja, kann ich sagen, dass ich den Block wirklich falsch umgesetzt habe. Oh Mann. So. Aber jetzt machen wir ins Bett. Halt. Ich habe gesagt, Monster hauen, ne? Wir haben ja wieder ein bisschen. Wieder ein bisschen Bedarf an Action. Aber das ist ja Action. Wirklich Action ist es eigentlich auch nicht, wenn ich hier so gegen die Monster kämpfe. Aber was wir essen brauchen, vielleicht auch mal. Wir könnten eigentlich auch bei Zeit mal diese Höhle da unten noch erkunden. Da waren wir noch gar nicht drin jetzt. Auch wenn es da vermutlich nicht allzu viel drin geben wird, aber wäre vielleicht auch eine Überlegung für demnächst. Auch ich mag die Umgebung hier aber nicht. Überall diese Löcher, wo man reinfallen kann. Diese ganz großen Löcher hier. Ach ja. Ja, manchmal ist es so, da brauche ich wirklich riesige, leuchtende, blinkende Pfeile, die da in die Richtung zeigen, wo ich hier am besten nicht runterfallen sollte. Ach, Creeper Mann, Creeper Mann, Creeper Mann. Du fliegst ganz schön weit weg, muss ich schon sagen. Dankeschön. So. Nom nom nom. Noch mehr Creeper und ein Skelett. Also rein theoretisch. Ja, aber das sind mir zu viele Bäume. Das muss natürlich wieder sein, ne? So eine eklige, beinige Spinne. Guck mal in der Schau. Und der Creeper hat mich sogar gesehen. Oh, wie süß. Nochmal, komm. Hast du fein gemacht. Ja, toll. Jetzt brauchen wir noch die beiden Skelette. Komm. Ja gut, ein Skelett reicht eigentlich. Aua. Oh, verdammt. Oh, guck dir mal die ganzen Creeper an. Irgendwie bin ich hier gerade so ein bisschen planlos, tatsächlich. Gut, der Creeper kann nochmal weg. Aber damit ich die Spinne loswerde. Du nervst. Jetzt mal ernsthaft, du nervst wirklich. Komm, geh weg. Ja, halt. Geh einfach mal sterben. Komm. Und du auch. Auch wenn ich dich eigentlich brauche für die Schallplattenproduktion, aber komm, geh trotzdem mal weg. Du auch. Aua. Was ist das? Die treffen mich alle. Aha, du hast Schaden gekriegt. Nicht weinen, habe ich auch. So, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Am besten so. Gut, gut, gut. Ach, was ist das für ein. Oh, der nächste Dorfbewohner. Also, wir haben hier wirklich ziemlich häufig zombifizierte Dorfbewohner, muss ich echt sagen. Na gut, das heißt, ich habe natürlich auch die nächste Trophäe. Ach, geht doch mal weg hier. Ich glaube, es hackt. Mann, 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 Mann. Ja, ich glaube, da natürlich kein Interesse an uns gehabt. Das, ups, aber finde ich sehr löblich. Das hat mir natürlich sehr gut geholfen. Nein, du hast mich nicht gesehen. Hör auf. Nein, hast du nicht. Lüg nicht. Nein. Hallo, Creeper Mann.
Skelette, lass mich in Ruhe. Hier, nimm den Creeper. Nimm ihn dir. Komm, schieß. Ach, ist ja doch alle ätzend. Dankeschön. Oh, zwei Skelette im Hals mit einem verzauberten Bogen. Aha. So. Die Schallplatte hätte ich ganz gerne, auch wenn ich die vermutlich schon habe. Danke. Ja, ich hätte noch was essen, bevor wir weiterkämpfen. Oh, nom, nom. Ja, vielleicht ein bisschen heilen gehen. Und ich ätze den Zombie wieder. Ach, warum? Geh doch einfach weg. Geh weg. Das Skelett war gerade echt gemein. Ich hab meinen ganzen Plan kaputt gemacht. Na, ja, erstmal muss ich was essen gehen. Ein bisschen heilen. Schade ja nie. Ja, das Problem ist, ich hab das Ding ja jetzt schon. Ach, wobei. Ja, ich hab's geahnt. Egal. Ist ja nicht der einzige Creeper. Beziehungsweise nicht der letzte. Hallo Creeper-Mann, ich habe gerade von dir geredet. Pfiu. Und nochmal. Weg mit dir. So, Skelett. Komm her mit deinem Bogen, ich brauche dich. Nee, eigentlich brauche ich bloß einen Pfeil von dir, der genau in diesem wunderbaren grünen Camouflage etwas stecken bleibt. Nein, komm, triff den Creeper. Ach, los. Triff den Creeper. Triff ihn. Also, Inkompetenz wird heute wieder groß geschrieben, ja? Sowohl bei Skeletten als auch bei mir. Aha. Du hast die große Ehre, den Creeper. Ah, jetzt hab ich sogar beide die große Ehre, den Creeper umzubringen. Komm. Kommt. Das kann doch nicht so schwer sein hier. Die bringen eher mich um als den Creeper. Oh Mann. Oh, jetzt wird's aber wirklich eklig. Okay. Jetzt ist es tatsächlich ziemlich einfach, wenn ich die. Ich werde dich hier nach gegenseitig beschießen. Tun sie nicht mal. Also frech. Geh doch einfach sterben, Mann. Ich hasse dich. So könnt ihr gerne weitermachen. Du stirbst dich auch eine Runde. Und du auch. Hat die ernsthaft das Skelett und hat beschossen? Das finde ich cool. Mach weiter. Ich esse nochmal eine Runde. Alter, was ist denn hier los? Wie stark ist denn das Skelett, bitte? Huch. Wo bist du? Da bist du. Du hast mein Schild kaputt gehauen. Das gefällt mir echt gar nicht. Also tatsächlich gefällt mir das wirklich überhaupt nicht. Jetzt muss ich die ganzen Blödchen hier auch noch mit der Hand machen. Okay, warum esse ich jetzt nichts? So, mit Pfeil und Bogen meine ich. Ohne Schild. Was ist jetzt wirklich kacke? Egal. Los, komm, Creeper. Die Skelette sterben sowieso. Zu schnell gleich, die Nacht ist ja bald um. Dann sammeln wir so ein bisschen Gunpowder von dir. Genau von dir. Und noch mehr. Dankeschön. Deins ja auch ganz gerne. Ja, genau deins. Gib her. Na, oh, jetzt treffe ich dich nicht. Nein. Warum ich? Wieder so ein ätzendes Loch in der. Naja, gut. Was soll man machen? Also, der Strand ist hier wirklich schon total perforiert von dem Kack. Da. Ihr seht das doch hier gerade auch, oder? War die schon immer da? Also ernsthaft, war das schon immer hier?
Okay. Ich meine, ich hatte ja die Schatzkiste gesucht. Ich wäre wahrscheinlich die hier gewesen. Okay. Andy, möchtest du vielleicht ein Schwert zwischen die Augen oder so? Wo bist du denn jetzt? Ach, du warst ja eben gerade noch da. Oh. Okay, Enderman habe ich hier gesehen. Der ist jetzt gerade da hinten, aber der Creeper, der stört mich jetzt gerade tatsächlich hier. Geh mal weg. Ich wollte gerade einen Enderman umhauen, ne? Und dann kommst du und. Ach, mach mir wieder alles kaputt. So, Andy, bist du noch da? Hallo? Hallo, Enderman? Da steht noch ein Skelett. Ja, okay, Enderman ist nicht mehr da, aber. Warum? Ich habe das Ding da nicht hingestellt. Ich meine, ich wäre auch ziemlich dumm, wenn ich so ein Ding da hinstellen würde. Hä? Stand hier mal irgendwie ein Block drauf oder so? Oder ein paar mehr Blöcke? Ich habe echt keine Ahnung. Kann hier Schnee drauf liegen? Dass der nicht gesprengt wurde? Nee, eigentlich auch nicht. Also ich, wow. 13! Die habe ich auch noch nicht gehabt. Also ich würde sagen, die Folge ist heute wieder ein bisschen erfolgreich, was den Loot betrifft. Wir haben eine neue Kiste, beziehungsweise einen Schatz, den ich völlig vergessen habe. Aber ich glaube, wir hatten wirklich keinen gefunden. Oder war da in dem Loch doch einer? Damals. Ich glaube, der hatte wirklich gefehlt. Also. Ja, sehr schön. Oh, dann basteln wir uns gleich mal ein neues Schild und räumen dann die Kiste aus. Ja, oh, das ist toll. Ich freue mich. Auch wenn ich überhaupt nicht verstehe, aber also nicht, dass ich mich freue, sondern warum da jetzt auf einmal eine Kiste ist. Das ist mir wirklich ein kompletter Rätsel. Oder bin ich? War ich vielleicht schon die ganze Zeit da und ich bin einfach nur schnurstracks vorbeigelaufen. Also irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Hervor. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Erstmal irgendwie wieder hochkommen. Wir haben ja von dieser Seite aus nach wie vor keinen offiziellen Weg nach oben. Nicht mehr der andere Weg ist abgeschlossen, also. Naja. Gut, gut, gut. Ja, das ist schon ein etwas höherer Berg, wie man sieht. Aber man kennt sich ja schon. Und je nachdem, von wo man kommt, wird es natürlich immer beschwerlicher. So, dann schmeiß ich mal einmal. Ah, der arme Bibliothekar, aber du bist jetzt eine wunderbare Trophäe für mich. Uah. Ja, ich bringe Leute um. Ich schäme mich nicht, das zuzugeben. Also hier im Spiel, ne? So in Wirklichkeit Leute umbringen, das sollte man bestenfalls vermeiden. Das ist nicht so gesund. So, hau mal rein das Ding und keine Ahnung, habe ich hier noch ein paar Bones und Rotten Flesh und das Zeug und die habe ich. Schwarzpulver, das sah gerade eben so komisch aus. Okay. Na, mal gucken, ob ich 13 schon habe. Aber ich glaube, die hatten wir noch nicht. So, die legen wir da rein. Die hatte ich ja schon, ne? Weight und Blocks, ja genau. Ja, 13 hatte ich noch nicht. Perfekt! Aber die würde ich jetzt noch gar nicht reinschmeißen, weil ich erstmal noch die Kiste ausräumen muss. Ah, sehr schön. Gut, eigentlich hat es doch bloß damit angefangen, dass wir Monster hauen wollten. Mann, Mann, Mann. Gut, dann einmal Schatzheben gehen.
Dann kann ich mir gleich nochmal richtig angucken, was da jetzt wirklich drin ist. Da war Gold drin und da war, ich glaube, ein Eisenschwert drin, ein bisschen TNT. Und dann habe ich irgendwie den Rest schon vergessen. Zwei Tränke der Unterwasseratmung. Also wenn die Kiste jetzt wieder weg ist, ne? Dann wüsste ich wirklich ganz gerne, was nicht mit rechten Dingen zugeht. Bisschen Gammelfleisch, ein bisschen Hundefutter. Nein, macht das nicht. Gebt euch eurem Hund kein vergammeltes Fleisch, das kommt nicht gut. Auch Hunde mögen sowas nicht. Ach komm, ja doch. Also, wir haben zwei Unterwasseratmung. Wunderbar, wir haben ein bisschen TNT. Das ist auch gut. Wir haben ein bisschen Eisen, das ist sowieso immer ganz gut. Wir haben ein bisschen Gold, das brauche ich zwar aktuell noch nicht unbedingt so, aber oh, ich finde es so schade, dass man keine goldenen Münzen oder goldenen Nuggets oder sowas hat, beziehungsweise was man mit dem Zeug nicht bei den Händlern einkaufen kann. Gold macht für mich auf jeden Fall deutlich mehr Sinn als hier die Smaragde. Die würde ich ähnlich wie Diamanten dann einfach auch wirklich einlösen. So Gold dann eben. Bloß, dass sie dann eben wirklich einen ziemlich hohen Wert haben. So wie in der Realität eben auch. Aber das wird natürlich dann ziemlich viel Leute da kaputt machen. Das ganze Handelssystem und ach, keine Ahnung. Andererseits kann man sicher sehr viel Gold einfach farmen durch die Piglin, beziehungsweise durch die Zombie-Piglin-Farm. Da ist man da mit den Smaragden dann doch wieder ein bisschen. Ich weiß es nicht, wie ich es am liebsten hätte. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da. Wie es euch am liebsten wäre. Ich meine, klar, es gibt Mods und sowas, wo man dann auch wirklich Goldmünzen hat oder so. Oder wo es dann allgemein ein vernünftiges Währungssystem gibt. Sondern Mods gibt es ja. Naja, aber einfach mal abgesehen von irgendwelchen Mods. Wie wäre es euch da am liebsten, was jetzt das ganze Währungssystem betrifft? Habt ihr da irgendwelche Wünsche oder Vorstellungen oder sowas, wie es für euch wirklich am schönsten wäre? Könnt mir gerne Kommentare schreiben. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Ja, die Kiste habe ich mitgenommen, alles gut. Ich weiß, dass hier irgendwo noch eine Höhle ist. Na komm, wo bist du? Wo hat er sich versteckt? Nein, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust zu suchen. Wir haben wichtigere Dinge zu tun. Wenn wir einen Zombie unter der Festung haben, dann haben wir es halt. Solange es nur Zombies sind und keine Endermänner, stört mich das eigentlich auch nicht. So, dann haben wir sogar schon die erste Kiste für das Lager. Ach ja, ach ja, ach ja. Naja, aber tatsächlich ist das hier. Ach nee, genau, wir wollten ja oben noch die Zierleiste reinsetzen. Da war ja was. Okay. Das war eine Kombi aus Schildern und. Ich bin mir echt noch nicht sicher. Schilder und Knöpfe, oder was machen wir hier? Schild, Knopf, Schild, Knopf, Schild, Knopf. Wobei dann diese Ecke natürlich na eklig wird, das müsste ich dann tatsächlich auslassen. Aber was eigentlich auch gar nicht so schlimm ist. Denn dann nochmal Schildknopf und Schildknopf? Ja, doch, doch, doch. Aber dann vielleicht Steinknöpfe. Dann haben wir da wieder ein bisschen Varianz drin. War doch richtig. Ein bisschen Varianz drin. Und ein paar Schilder. Da würde ich dann, glaube ich, die Fichtenschilder nehmen. Oder nicht? Oder doch? Ja. Doch, doch, doch. Ein paar Fichtenschilder. Ich wollte doch eigentlich. Achso, da ist doch keine Schallplatte jetzt drin. Ich wollte einfach mal die 13 anhören. Wo haben wir sie da? Haben wir die 13? Na, Mann. So. Ich bin wieder zu schnell. So. Ruhig Blut. Danke.
So. Ach genau, das war ja so eine Schallplatte. Wo es noch keine richtige Musik gibt. Da war ja was. Ja, bald schlafen. So. Schön im Wechsel, so wie wir es mögen. Weil ich rumgeflacke mögen wir es natürlich nicht, aber es bleibt leider nicht aus. Okay. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich finde es gut. Und dann kann man sich jetzt ein wunderbares, kleines, großes Lager reinbauen. Das Nein, wenn sie sogar größer ist als das Lagerhaus unten. Wenn ich mir das so angucke. Naja, nicht ganz, aber. Aber fast. Tür zu. Eine Runde schlafen gehen. Wo waren die Betten? Noch ein höher, ne? Da war ja was. So, gute Nacht. Wenn wir uns um das, um den Verhandlungsraum kümmern, also um diesen hier, wo wir dann natürlich auch die ganzen Trophäen an die Wand hängen und eine Karte und so und natürlich den großen Tisch auch nicht vergessen, dann wird hier natürlich auch noch der Abort reingesetzt in die Wand. Wir stehen auf diese wunderbaren Plumpsklos. Nee, nicht in diese Wand, in diese hier. Genau. Wunderbar. Okay. Aber das ist Zukunft. Zukunftsmusik. Oh, schlimm. Nichts für jetzt. Jetzt basteln wir uns hier unten erstmal ein kleines Pfanniglager. Mit Kisten und Fässern und Regalen und. Soll das so ein Lager werden wie. wie im Lagerhaus? Oder. Sollen wir uns hier für ein anderes Design entscheiden? Wenn ihr einen Wunsch habt, könnt ihr ihn gerne äußern. Ich würde dem dann nachkommen, soweit es geht. Boah, wisst ihr was? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das hier vielleicht auch nochmal abtrenne. Dass wir dann. Hier hinten quasi noch so einen anderen abgesteckten Raum haben, wo man ein Nahrungsmittel vielleicht nochmal lagern könnte, oder? Wäre das was? Gut, dann machen wir gleich den Pfeiler hier hin, dann haben wir sogar noch mehr Platz. Nicht viel mehr, aber. Na doch, ich glaube. Das wäre schon gar keine so schlechte Idee. Dann würde ich da wieder einen Balken reinziehen. Einen geschälten. Okay, jetzt klingelt mal eben das Telefon. Einen Moment, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, das war natürlich, wie so ziemlich alle Anrufe, die ich bekomme, einfach mal nicht wichtig. So, jetzt haben wir nochmal so einen wunderbaren Balken. Dann kann man hier, wie gesagt, so eine kleine Wand da noch reinziehen. Ist natürlich die Frage, aus welchem Material wir die machen. Oder machen wir das sogar. Ich gehe erstmal nochmal kurz hochgucken, wie das da oben jetzt aussieht. Tür auflassen, sonst sehe ich nichts. So, das passt mit dem Balken. Und hier stört es eigentlich auch in keinster Weise. Nö, finde ich gut. Perfekt. Naja, ist jetzt halt ganz die Frage, wie oder wo wir den Zugang zu dem in Anführungszeichen abgetrennten Bereich hinsetzen möchten. Ich glaube, ich hätte hier auch nochmal ganz gerne ein paar von den Dingern. Eins, zwei. Hier auch nochmal hochziehen. Ich meine, kann ja so an sich nicht schaden, vielleicht. So. Ja, warum eigentlich auch nicht? Und dann könnte man
noch mal einen Balken reinziehen. So. Und dann würde ich jetzt, glaube ich, den Rest einfach mit Zäunen auffüllen. Also hier unten nochmal zwei Zäune. Da oben Zäune. Und hier die sechs Zäune. Also wieder 6 plus 4 sind 10 Zäune, meines Wissens nach. Dann einmal, ja, her damit. 10 Zäune. Dann ist der Bereich eigentlich auch soweit. No, ernsthaft? Fehlt mir da jetzt wirklich ein einziger Zaun? Ich könnte ja mich wieder aufregen. So, ich brauche Stress. Und Zäune. Kriege ich bald von hier. So, einmal Stock und Stein. So soll das sein. Zäune habe ich gesagt, ne? Genau. So. Dann haben wir jetzt die wunderbaren Zäune da. Ja, aber wirklich aus Fichte? Dann ist es alles wieder so fichtig. Ach, komm, mach die weg. Dann haben wir wieder so ein richtiger, schöner Fieldcraft. Ach, es tut mir leid. Das wäre aus Schwarzeiche deutlich angenehmer. So, also nochmal das Ganze. Moment. Das kommt auch da rein. So. 1, 2, 3. Einmal so. Und einmal so. Es ist ein bisschen dunkler, aber ich glaube, das passt da schon gar nicht gut, wenn das so ein bisschen abhebt. Ja, das finde ich wirklich ganz gut. Da oben. Dann hier die beiden noch. Ist doch ganz gut. Und da kann man sich hier wirklich so ein Nahrungsmittel irgendwas Bereich ist das hier dann. Und hier haben wir dann ein paar Kisten stehen. Oder so ähnlich. Oder? Könnte man doch so machen. Klar, man kann natürlich auch überlegen, ob man dann hier vielleicht nochmal irgendwie so eine kleine Zwischendecke nochmal reinzieht. Irgendwo rein. Ja, vielleicht hier hinten. Ich glaube. Na, dafür brauche ich jetzt natürlich wieder die Fichtenstämme, die ich natürlich wieder weggebracht habe. Ich Trottel, ja. Gut. Dann gehen wir mal hier die Fichtenstämme. Da sind wir. Und hier hätte ich auch ganz gerne. Und das hätte ich auch ganz gerne. Halt, da waren noch Treppen dabei, die würde ich auch ganz gerne mitnehmen. Dankeschön. So, nochmal wieder rein in das Ding. So, dann könnte man hier nämlich vielleicht nochmal so eine kleine Zwischenebene reinzimmern. Will ich das wirklich so? Der Hund sagt ja, aber die haben in der Regel keine Ahnung. Oh Mann. So, ich brauche mehr Stufen. Auch wenn ich gerade wirklich am Überlegen bin, warum mir das nicht gefällt. So, und dann hätte ich die Stufen, glaube ich, ganz gerne davor gezogen. Ja. Doch, 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 doch. Ja. Genau so. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich hier mit den Dingern. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. So. Jetzt liegt der Balken da auf. Ja, das passt schon. Okay, dann brauchen wir hier eigentlich noch eine Möglichkeit hochzukommen. Die Leiter würde ich denn da hinsetzen. Also brauchen wir 1, 2, 3. Von den Dingern. Gut, ich brauche sowieso noch mehr davon. Davon abgesehen. So, 1, 2, 3. Zack. Ach Mann. Bin ich wieder so schnell gewesen oder was? So, das ist auf jeden Fall mehr als genug. So, na, wie setze ich die jetzt wirklich? Ja, komm.
Einmal hin die Dinger und hier dann auch mal fix dicht machen. Jo. Da gucken wir uns hier gleich die ganze Geschichte nochmal von oben an. Und wenn wir dann da hochkämen, ohne Leiter. Halt, ich habe doch noch Leitern da. Warum nehme ich sie nicht gleich mit? Ich Trottel. Wie viele brauchen wir? Drei, um richtig hochzukommen. Ich würde sagen, nehmen wir noch eine vierte, damit es einfach schön aussieht. Ja, wir haben sogar ein paar mehr. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Na, sehr schön. 1, 2, 3 und 4. Können wir hier hochkriechen? Haben hier oben dann noch ein bisschen die Möglichkeit, irgendwas hinzusetzen? Oh, ist doch schön. Schön, schön, schön. Mir gefällt's. Sollen wir hier noch einen Pfeiler hochsetzen? Oder. Ich glaube ja so. Haha. Perfekt. Okay. Dann würde ich auch sagen, wir beenden die Folge für heute. Wir haben ein kleines bisschen was. Unter anderem den wunderbaren gehobenen Schatz. Naja, aber ansonsten haben wir nicht ganz so viel geschafft heute, aber wenigstens ein bisschen. Ich meine, es muss vorangehen. Und was jetzt hier unten hinkommt, das wissen wir. So ein richtig tolles Lager. Fehlt noch ein Stockwerk, wo wir noch einen Plan haben. Wie gesagt, da warte ich einfach mal, was ihr so für Vorschläge habt. Oder mir fällt das jetzt was ein. Wir werden es sehen. Aber ich habe noch mehr als genug zu tun. Also von daher ist es auch nicht so wild, wenn es noch nicht einfällt. Oder nicht so schnell was einfällt. Aber ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und seid gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Und bis dahin, recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.